Mittwochmorgen, kurz nach 8. Wir haben eine ruhige Nacht verbracht. Und jetzt fahren wir weiter in Richtung Kopenhagen. Bis später. Ja, jetzt werden wir gleich noch ein bisschen spülen. Da ist auch die Entsorgungsstation. Toiletten, Duschen, ist eigentlich alles da. Sogar ein super, super WLAN. Wir haben Mittwoch, 13. September, 20 nach 11. Wir sind jetzt bei Kopenhagen. Und du hast dein Ziel erreicht. Sie sagt, wir haben das Ziel erreicht. Oh, das Wasser. Oh. Das Wasser. Gregor ist auch skeptisch. Ja, gucken wir mal. So, wir hatten kein Glück. Der Platz ist voll. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir woanders irgendwo unterkommen. Bist du gut drauf oder bist du gefrustet? Ist ja noch früh am Tag. Ja, dann haben wir doch noch ein Plätzchen gefunden. Wir stehen am Hafen auf einem Stellplatz. Kostet die Nacht 300 dänische Kronen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, herrlich. Jetzt sind wir hier an der Ostsee. Jo. Und da steht der Yoda. Jo. Jetzt fahren wir mal in die Innenstadt von Kopenhagen. Jo. Hier suchen wir die kleine Meerjungfrau. Ah, da ist sie. Nee. Da hinten. Jo. Alle wollen die kleine Meerjungfrau sehen. Dann suchen wir die jetzt mal. Da ist sie hier. Hier stehen wir jetzt am alten Hafen. Da hinten liegen ein paar Militärboote. Und jetzt fahren wir mal endlich in die City, oder? Ja, ich weiß nicht, wo sie ist. Jetzt sind wir am Schloss Rosenborg. Schick. Jetzt haben wir einen Blick über Kopenhagen. Vielleicht ist es weg. Ja, jetzt geht es wieder runter. Jo, wir sind auf der Suche nach dem Harddruck-Café. Ah, guck an, da sind wir. Da haben wir es geschafft. Da sind wir wieder am Stellplatz. Ja, ja, ich war gerade duschen. Ist wirklich ganz nett hier. Eine große Dusche, Toiletten. Jo. 3 Minuten, 5 dänische Kronen. Das passt. Ja, Donnerstagvormittag. Heute machen wir eine City Sightseeing Kopenhagen. Gucken wir mal. Was machen wir? Sightseeing. Sightseeing. Von der Königin Margret. Die Wachablösung haben wir verpasst. Macht aber nichts.
ist nicht unsere Preisklasse hier. Da waren wir gerade shoppen, bei McDonald's waren wir was essen. Und jetzt suchen wir auch noch einen Sightseeing-Bus. Da steht der. Hier wird ein Film gedreht. Und die Tina ist verschwunden. Ja. Die Firma Max macht Sommerfest. Man kann ein Containerschiff besichtigen. Aber leider nur für geladene Gäste. Die Firma Max hat über 700 Containerschiffe. Richtig? Unglaublich. Wir fahren wieder in Richtung Stellplatz. Tja, hier sind wir dann am Ende. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen wieder zurück. Und da ist ein Leuchtturm. Oh, wie süß. So, ich glaube, wir werden unsere Reise jetzt mit dem Schiff weitermachen. Schöne Außenkabinen mit Balkon. Schön groß. Und da sind wir wieder zurück. Ganz schön voll geworden hier.